Hallihallo, hier ist Buttercake und da die Nachfrage wirklich sehr groß dafür ist, mache ich mal schnell ein Video darüber, wie man mit WorldEdit .schematic-Dateien runterlädt bzw. einfügt, die ich ja nach jedem Video in meinen neuen Tutorial-Serien zum Download stelle. Und zwar googelt ihr erstmal nach Singleplayer Commands, denn in dieser Mod ist auch WorldEdit drin und die braucht ihr auch, um WorldEdit zu benutzen. Hier steht dann, wie ihr das Ganze benutzt. Wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, ist dann irgendwo der Download, könnt auch irgendwo hier draufklicken. Ganz wichtig, hier sind Installation Instructions. Ich werde euch jetzt nicht erklären, wie genau ihr das installiert oder so, sondern ich sage euch nur, tut's. Dann geht ihr in euren .Minecraft-Ordner. Und zwar gebt ihr hier oben in dieser Leiste %appdata %, eindrückt Enter, geht auf .Minecraft, dann sollte hier ein Ordner Schematics drin sein. Wenn der nicht drin ist, dann geht ihr auf neue Ordner und gebt hier Schematics ein und macht den neuen Ordner. Wenn ihr den habt, dann geht ihr da rein und hier rein kommen die ganzen Schematic-Dateien. Wenn eure Schematic-Datei dann letztendlich da drin ist, dann macht ihr Minecraft auf. Mit WorldEdit natürlich. Mit installiertem WorldEdit. Und geht in den Singleplayer. Die brauche ich nicht mehr. Stellt euch irgendwo hin. Jetzt sollte unten links, vielleicht seht ihr es schon, hier Singleplayer-Commands und so viel stehen. Jetzt könnt ihr //load. Und dann den Namen von der Schematic einfügen, zum Beispiel von meinem letzten Tutorial Rechner 3. Und mit //paste könnt ihr das Ganze dann einfügen. Jo, das war's. Ach so, das war's noch gar nicht. Ja, wenn das Ding in die falsche Richtung zeigt, dann könnt ihr mit //rotate das ganze Ding drehen. Und zwar um 90 Grad. Und dann könnt ihr nochmal Paste eingeben. Und dann guckt es eben in die andere Richtung, nur dass es manchmal so kleine Bugs gibt. Wenn es nochmal gedreht werden muss, gebt ihr Undo ein, Rotate 90 und wieder Paste. Na, Paste. So, passt. Und ja, so könnt ihr Schematic-Dateien einfügen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Und die Frage kommt nicht mehr ganz so oft, weil die nämlich irgendwie unter dem letzten Tutorial sehr oft kamen, aber wie auch immer. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Minecraften und man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss.